Davilex. Ort Deutschland. Ihr Auftrag: gewinnen. Regeln: keine. Thomas Jensen aus Dortmund. Klaus König aus München. Julia Schulz aus Berlin. Manfred Rohm aus Stuttgart. Jens Bischoff aus Hamburg und Ayhan Günyaeddin aus, weiß ich nicht, habe ich nicht lesen können, weil der Idiot so kurz, das ist doch doof. I Love Racing, Autobahnraser 4. So, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute das Nachfolgeprojekt von Total Immersion Racing und das ist Autobahnraser 4. Ja, der Olle Kepo hat sich das gewünscht, ja, und da kann man ja unmöglich Nein sagen. Daher, ja, ist ja doof, die Steuerung, das ist keine gut, ja. LK, Eingabetaste, ESC. Das Problem ist, du kannst das auch nicht wirklich selber irgendwie, bearbeiten. Audio passt so. Du bist ja lustig, ey. Ja, das passt auch alles. Höchste Einstellung extra für euch, ja. So, was hat das Spiel für eine Steuerung? Oder für eine Story? Sag mal erstmal die Story. Die Antwort ist einfach gemacht. Gar keine. Im Endeffekt fährt man irgend so ein Pokalsystem und wenn man alles freigeschaltet hat, was man freischalten konnte, ist das Spiel vorbei. Das geht auch gar nicht so lange, deswegen, ja, machen wir jetzt einfach mal einen neuen Spieler. Wie viel können wir denn haben? 8 insgesamt. Wir sind natürlich der Erste. Und unser Name ist Strui. Sagen wir einfach nochmal das, sagen zurück und sagen Ende. Strui, yeah! Wen fahren wir denn? Das hier ist der Manfred. Ah ja, jetzt können wir den anderen auch noch raussuchen. Der Eihorn. Softwareentwickler aus Frankfurt. Ah, natürlich. Dann, das ist die Julia aus Berlin noch einmal. Oh, yeah. Der Thomas, der Musiker aus Dortmund. Dortmund, ja, Dortmunder ist das. Hier der Jens aus Hamburg, der Journalist ist. Und der Bankier Klaus aus München. Und dann sind wir wieder bei Manfred. Also ich würde ja gerne den Manfred nehmen, aber das ist irgendwie, ich weiß ja nicht. Gucken wir mal, was das von den Werten, was das für ein Unterschied. Oh, da gibt es Unterschiede, okay. Wir sind nicht so robust, wären aber deutlich schneller unterwegs und könnten noch richtig beschleunigen. Der ist ein bisschen robuster, bremst aber nicht. Die ist total scheiße. Ja, wobei, ja, die ist ja nur auf Speed aus, ey. Und der genauso. Ich würde mal sagen, da versuchen wir unser Glück mal mit dem Thomas. Dem Musiker aus Dortmund. Oder vielleicht doch dem Jens, ich bin mir nicht so sicher. Ach, die Straßenlage ist bei dem auch deutlich höher. Hm, boah, das ist zwar jetzt schwer, ja. Bremsen steigen? Dieser Sound einfach nur, ja. Okay. Alter, ernsthaft? Kann er jetzt ganz oft drücken und dann tut das noch ewig lang nachhängen, obwohl ich keine Taste mehr drücke. Pass auf. So, jetzt kann ich ein bisschen reden, weil das Spiel muss erstmal Tastatureingaben abarbeiten. Alter, was ist denn mit diesem Spiel kaputt, ey? Also ich kann euch sagen, das Spiel hat Bugs bis zum geht nicht mehr. Es ist eigentlich wirklich ein Trash-Game fast schon, ja. Aber irgendwie ist es auch so ein Spiel, dass man mal ins Herz schließen kann. Nicht muss, aber naja, und du könntest jetzt so langsam fertig werden, bitte. Alter, so oft habe ich doch gar nicht gedrückt, jetzt verarsche ich doch selber. Und die Wahl fällt auf den Jens. Okay, dann nehmen wir den Jens mal. Ja, yeah, Jens, ey, yeah. Der hat auch so eine coole Siegerpose, ja. Natürlich machen wir Mittel, glaube ich. Achso, ja, jetzt haben wir den erstellt. Jetzt dürfen wir mit dem auch fahren. Wir haben kein Geld, wir haben kein Tuning, wir haben keinen Schaden, kein Nitro. Und wir heißen Jens. Und wir haben auch kein Prozent vom Spiel. Also, was sollen wir machen, ja? So, links sehen wir die Schwierigkeit, den Wettkampf, den wir gerade fahren. Das ist Berlin bis München.
Die Strecke ist Berlin 1 und die Platzierung ist 3. Also das ist, glaube ich, die Platzierung, die wir erreichen müssen. Willkommen beim Rennen Berlin-München. Du hast 0 von 30 Punkten. Dein Preis ist ein goldener... das ist Bronze, glaube ich. Ein bronzener Teller. Du brauchst 15 Punkte, um dich für den Deutschland-Wettkampf zu qualifizieren. Drücke die Eingabetaste, um zu akzeptieren, oder drücke Esc, um zurückzukehren. Wir drücken natürlich die Eingabetaste zum Akzeptieren. Yo, Jens, ey, du bist Jens sowieso der Allercoolste, so wie der immer mit dem Kopf nickt und auf die Musik abgeht, das ist bestimmt voll der Mettler. Ja, ich mag Mettler. Ja, okay, ich habe mir die Steuerung natürlich wieder nicht gemerkt. Wir fahren auf jeden Fall jetzt Berlin 1. Gut, wir können natürlich hier leider nichts machen. Das hier wird irgendwann mal interessant. Oh, gerade für die Bremsen und Robustheit wäre natürlich super, wenn das steigt, dass die Geschwindigkeit nebenbei noch ein bisschen stärker wird. Und die Farbe, die kostet uns immerhin nichts, wenn wir da was ändern wollen. Also, das ist ganz hübsch, aber wir bleiben erstmal beim Blau. Mit der Eingabetaste können wir jetzt starten, mit S können wir zurückkehren und mit K können wir was kaufen. Ihr Auto ist bereits im perfekten Zustand. Dann kaufen wir Nitro. Du hast nicht genug Geld, um Nitro zu kaufen. Und fürs Tuning haben wir auch nicht genug Geld. Und Farbe können wir scheinbar nicht kaufen, da kommt kein Pop-Up. Okay, dann starten wir mal. Mit Berlin 1. Also wie gesagt, die Polizei ist in dem Spiel eigentlich nicht vorhanden. Es gibt ein lustiges Radio. Nitro gibt's auch. Scheiße, ich hab vergessen. Oh wei. Ich hab die Steuerung vergessen. Und wir können hier Geld einsammeln. Das ist auch ganz, ganz... hallo? Hallo? Steuerung? Oh! Toll. Habe ich halt einfach mal keine Steuerung. Okay. Ja, genau. Bleib auf dem Steuerpad. Danke. Okay. Erster Wettbewerb verloren. Jawohl. Toll. Hat sich ja voll gelohnt, ey. Nochmal. Jetzt aber. Die Tastatur war noch auf Joystick umgestellt. Und das funktioniert halt leider nicht. Also ich habe mal versucht, mit dem Gamepad zu fahren und das ist so gut wie unmöglich, weil es einfach scheiße gemacht ist. Das Problem ist halt, du kannst die Tasten an sich nicht selber vergeben, was auch total dämlich ist. Sondern du hast nur 4 Standardsteuerungen, eine davon musst du dir halt holen. Wir holen uns erstmal Fat Money, Digga. Wow, Alter, wie wir abgehen. Und wie es den Beton durch die Gegend haut. Natürlich wollen wir ein bisschen leben. Das ist immer ganz gut. Hier fahren wir einmal außen vorbei. Oh, dann kriegen wir sogar nochmal Geld. Sexy. Nichts gemacht und schon 1150 Euro. Oh, fuck. Da ist die Polizei. Das ist ihr Einsatz. Sie steht rum. Wir sind Letzter. Können aber Nitro einsetzen. Yeah, und Geld einsammeln. Katsching. Nitro bringt hier übrigens nicht so viel. Ich richte übrigens mal liebe Grüße dem Kepu aus, falls ihr ein gutes Let's Play davon sehen wollt. Schaut euch unbedingt das Let's Play von Kepu94 an, das ich vielleicht auch gleich nochmal in der Beschreibung verlinken werde. Übrigens, unsere Gegner können kein Geld einsammeln, sie können uns aber im Weg rumfahren. Scheiße. Wenn sie uns im Weg rumfahren, ist das meistens gar nicht so geil. Habe ich es doch deutlich lieber, wenn sie einfach gar nicht da sind. Und hier noch eine Flitzer-Blitzer-Warnung. Gas auf der Prenzlauer Allee. Dort stehen seit heute Morgen und auch Alter! Die Schnappschüsse zu. Geh mir nicht auf den Sack, du Arsch! Mann! Ich werd Letzter wegen dir, du Penner! Ah! Oh, was ist das denn für ein Idiot? Es reicht, ich benutze Nitro. Angeblich bringt es nichts, hat der Kepu gesagt, aber es bringt ein bisschen was. Man kann das Nitro spüren. Scheiße, ey. Das ist, wie man es nicht machen sollte, also mach das lieber mal nicht so. Wusch! Wir sind immerhin Dritter, das heißt, der andere Spacken ist noch nicht an uns rangekommen. Und wir haben noch Chancen, denn wir... Oh, scheiße, wir haben so gut wie keine Chance mehr. Oh, oh. Dann kürzen wir hier mal ein bisschen ab, weil innenrum ist bekanntlich schneller. Oh, wei. Nitro ist auch schon wieder da, das bedeutet, sie sind uns wirklich einiges voraus, ja. Ist nicht so geil. Ich meine, Dritter sollte vielleicht sogar... Okay, da ist einer unserer Konkurrenten. Das sieht man daran, dass er unschuldige Autofahrer verkloppt, ja.
Alter, du Arsch! Oh. Hä? Was machst du? Ich hab doch nach rechts gelenkt! Willst du mich verarschen? Na toll! Das verliere ich, weil der nicht lenken kann, oder wie? Alter, diese Kack-Bugs, ey. Ja, der Schaden soll mir jetzt mal egal sein. Oh, guck, die Polizei. Ah, ist die gefährlich. Alter, ich habe das Spiel auch mal besser gekonnt, muss ich ehrlich zugeben. Jetzt sind wir nur Zweiter und wir werden vermutlich auch Zweiter ins Ziel gehen. Oh, da ist unser Gegner. Da ist unser Gegner. Da ist unser Gegner. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Polizei, sie hält ihn auf. Scheiße. Hier sind ja Bänke. Oh, fuck, die haben mir letztes Mal schon das Spiel gekostet. So ein Scheiß, diese Drecksbänke, ey. Warum können die nicht durch die Gegend fliegen? Das ist ärgerlich. Die Kurve kriege ich aber nie. Ah, immerhin im ersten Rennen schon mal Zweiter. Das geht ja gerade so noch. Glückwunsch, Stroh, neuer Highscore. Sehr geil. Ja, okay, wir boxen immerhin durch die Gegend, weil wir so toll sind. Nein, ist das peinlich. Wie viele Punkte brauchen wir? 15, ja? Schaden können wir... Oh, scheiße. Na, okay. Wir hätten eh noch... Doch, wir hätten tunen können. Dann wären wir voll übelst abgegangen, ey. Oh, ist das ärgerlich. Ja, so müssen wir überleben. Aber das schaffen wir. Yeah, irgendjemand ist in the house. Das Radius E ist geilste im ganzen Spiel. Das erinnert mich an ein Zitat von Kepo94. Ach ja. Ne, wie hat er gesagt? Oh Mann, dieser Radiomoderator. Ich liebe diesen Radiomoderator. Ich könnte ihn umbringen. Nee. Wie hat er das gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, wie er es gesagt hat. Wieso kommt man hier nicht einfach raus? Ja, danke. Verpiss dich doch mal, Junge. Eine wichtige Mitteilung. Da die Biergärten aufgrund des nassen Sommers zu leer sind, haben die Inhaber beschlossen, an jeden, der ohne Regenschutz dort mindestens eine Stunde ausharrt, zwar gratis Moss Bier auszuschenken. Also, Bier gegen nasse Unterhosen. Ja, mei, zwei Moss. Moss, ja. Zwei Moss. Ich trinke jetzt mal zwei Moss, ja. Alter, du scheiß Radiomoderator, das heißt Maß. Mit A. Ein Maßbier. Und jetzt ist er tot. Das heißt, ab jetzt kann er uns nichts mehr tun. Das ist total lustig. Sobald du die einmal triffst, sind die tot und dann tun die dir halt nichts mehr. Außer du, sie waren dir gerade im Weg. Dann hast du halt ein Problem. Auch hier sammeln wir erstmal das Geld ein. Ja, du scheiß Auto, ey. Wird echt dringend Zeit, dass du dein Handling verbesserst. Was, wir sind nur Dritter? Ja, und dann jagst du mich, du Idiot. Wenn ich so hässlich wäre wie du, würde ich mir erstmal einen Spiegel rasieren hier, ja? Ah, mein Spruch ist so lustig. Ich bin so lustig. Allgemein, alles hier ist lustig, ja. Und wenn wir schon beim Thema sind, die Aussichten für die kommenden Tage. Du Kack-Karre! Wie sich gehört für Bavaria-Land. Es wird heiter bei fantastischen 23 Grad. Okay, der Polizist jagt uns nicht. Aber der jagt uns gleich, wenn wir so weiterfahren. Okay. So, den Part. Also hier ist. Alter! Diese Scheißkarren! Wer ist denn hier Erster? Ach, wir. Okay. Ja, guckst du blöd, Manni, hä? Ja, Manfred. Ich mach dich fertig. Fred. Hätte ich gern die Kohle auch noch, damit wir schön die ganze Kohle einsammeln. Übrigens, bei diesem Wetter, wer da nicht in den Biergarten gehen will, mit der Begründung, es regnet, der ist selber dumm. Also, sorry. Irgendwie so mal gar nicht, ja. So, wir sind aber im Moment relativ souverän Erster. Ich finde mich so langsam wieder ein in diese mehr oder weniger bedenkliche Steuerung. Also lasst euch sagen, die Steuerung ist eine Katastrophe. Sobald du ein bisschen länger auf der Lenkung bleibst, ist er nur noch am Lenken, um es mal so zu sagen. Da ist schon wieder so ein Amokblauer, ja? Schlimm. Verkehrsmeldung. Ja? Wenn mit dem Auto in der Innenstadt unterwegs ist, sollte die Erhardstraße und die Steinsdorfstraße weiträumig umgehen. Wieso? Die aufgrund der Isar-Gaudi gesperrt sind. Party on! Alter, du bist echt der beste Radiomoderator der Welt, ja. Weißt du, ich mein... Achso, wir sind fertig. Oh. Okay. Okay. Ist in Ordnung, ja. Also man sieht schon, wir machen fett Kohle und haben wir es geschafft? Achso, wir haben noch eine Strecke, ja. Das ist ja süß. Gut, und jetzt können wir endlich was kaufen. Wir kaufen den da leer. Hier kaufen wir erstmal gar nichts, weil wir erstmal hier was kaufen.
damit wir endlich mal ein gescheites Auto haben. Nächstes kostet dann 20.000, das ist noch ein bisschen hin. Deswegen kaufen wir Nitro. Ach, unser Fahrzeug ist voll getankt mit Nitro. Oh. Ach so. Ach ne, weil unser Nitro schon voll ist. Ja, das sieht man hier nicht. Da ist ganz rechts ist da so ein kleines blaues Düttele. Das sagt, dass wir vollgetankt sind. Diesmal fahren wir mit gelbem Wagen, ja, in Berlin 2. Passt mal auf, wie wir hier abgehen. Aber das Spiel allgemein, man kann es nicht ernst nehmen. Oh, und jetzt sind wir getuned, ihr Menschen. Wir machen euch fertig. Guck mal, wie böse wir gucken. Lass mich durch! Ja, so gehört sich das. So, Schweinealarm. Gestern Abend wurde eine Familie im Tiergarten jäh beim Grillen durch ein Wildschwein unterbrochen. Der Familienvater konnte sich nur noch durch einen Sprung in den neuen Beet vor der wild gewordenen Sau retten. Mittlerweile wurde der ungewöhnliche Besucher wieder zurückgebracht in den... Oh, scheiße. Schwein gehabt. Ja, Schwein gehabt, ja. Ah ja, genau, das war dieser Grund, warum Ikebu damals gesagt hat, ach ja, dieser Radiomoderator ist ja so toll, ich könnte ihn umbringen. Alter, dieser Witz. Ja, klar, komm, komm, lass mich durch. Ich bin viel cooler als du und ich bin Arzt, nee, Journalist, ich muss hier durch. Warum fährt hier eigentlich kein... Nein, jetzt habe ich das Geld verpasst. Nein, jetzt muss ich das Geld in der nächsten Runde mitnehmen. Was ich auch mal mitnehmen kann, sind diese Anti-Schadens-Badges. Blitzerwarnung. Fuß vom Gas auf der Prenzlauer Allee. Dort stehen seit heute Morgen unauffällige schwarze Kästchen, die Schnappschüsse zu überhöhten Preisen schießen. Ja, diese Schnappschüsse, die wollen wir möglichst vermeiden. Deswegen fahren wir auch schön, wie es die Verkehrsregeln uns vorschreiben. Ah, scheiße, wieder Geld verkackt. Ah, ärgerlich. Aber das Geld nehmen wir mit. Und Ziel. Sehr schön. Erste Runde geschafft, zweite Runde folgt zugleich. Ja, ich verstehe auch nicht so ganz, wieso hier immer nur zwei Runden sind. Das ist eigentlich voll schade. Vermutlich war denen einfach schon klar, dass keiner dieses Spiel länger als drei Runden aushält. So, hier war ja auf der linken Seite nichts, ne? Außer, dass es da halt weitergeht. Ah, da ist auch noch Geld. Cool. Alter! Ein Scheiß, ey. Du kannst das... Ja, das Geld, das uns da jetzt auf der... Oder das da jetzt liegen geblieben ist, das bleibt halt jetzt liegen. Ist halt so. Kann ich nicht ändern, aber mit der Kiste ist auch so gut wie unmöglich, so Geld mitzunehmen, ja. Weil dieses Ding, das lenkt halt einfach mal ganz eigen. So, jetzt nehmen wir aber noch Geld mit. Für alle Widder unter euch, bleibt lieber zu Hause, denn die Sterne prophezeien nichts Gutes für heute. Seht ihr, wie der dreht? Und die Finanzen stehen auch nicht zum Besten. Bleibt also lieber im Bett und lasst euch von uns aufmuntern mit den neuesten Hits und dem Besten auf den... Oh, war das Geld noch gar nicht. Das ist Radio. Da war das Geld. Okay. Ja, ist in Ordnung. Ich bleib im Bett und lass mich von dir aufmuntern, ja. Ich werd's machen. Oder ich werd's mir merken für morgen. Alter, der Radiomoderator ist wirklich böse. Aber irgendwie macht das Spiel auch so ein Stück weit geil. Oh, und wieder souverän Erster. Yeah. Okay. Und schon haben wir 8.500 und kriegen nochmal 1.000. Ja, und wir sind qualifiziert für den silbernen Pokal. Ah, jetzt habe ich ja... Oh, ich hätte nicht weitermachen dürfen. Dann hättet ihr mal sehen können, wie geil der immer abfeiert, ja, wenn er hier gewonnen hat. Wir fahren jetzt München 2 und können uns das leider immer noch nicht leisten. Der Rest ist uns egal, deswegen sagen wir rot und los geht es, ja? Wie viel haben wir in 17 Minuten? Ich glaube, das wird ein Let's Play von 3 Parts oder so. Es lohnt sich ja voll, aber wenn das Spiel das durch ist, dann kann ich mit einem anderen Projekt anfangen, ja? Lassen wir die erstmal ganz kurz fahren. Und dann ist uns auch schon egal, was... Hä, wo ist unser Nitro hin? Alter, leck mich. Das Nitro wird während der Wettbewerbe wieder geleert. Oder zwischen den Wettbewerben. So ein Scheiß, ey. Nein, das Rote ist rechts. Oh, ist das gemein. Wusstet ihr eigentlich, dass über 50% aller Haushalte in München von Singles gestellt werden? Radio Swoosh FM organisiert gegen diesen skandalösen Zustand erneut die berühmt-berüchtigte Brezel-Sucht-Weißwurst-Party. Nächsten Freitag... Haha! Mein Trick ging auf, weil du kommst nicht da unten nicht weiter. Das ist ganz lustig. Da musst du wieder mühsam rausfahren. Also wenn du das Geld mitnimmst, dann...
Ja. Aber wir haben es ja geschafft. Hoppala. Jetzt habe ich den Polizisten getötet. Ah, verdammt. Nein, das Geld war auf der anderen Seite. Also merke, wir müssen dann... Ah, leck mich. Ja, hier immer schön tauschen. Aber das ist ja jetzt nicht weiter das Problem. Ich weiß auch gar nicht, welcher von beiden Wegen kürzer ist. Warte, das ist München rückwärts, oder? Das ist München rückwärts. Ach, wow, toll. Ne, das ist nicht München rückwärts, oder? Ist das München rückwärts? Ich weiß es nicht. Doch, es ist München rückwärts. Oh, toll. Wow. Und wer immer noch nicht weiß, wo es die besten Hits, die heißesten Rhythmen und den größten Schmarrn zu hören gibt. Auf Antenne Bayern. Radio Swoosh FM. Radio Swoosh FM. Alter! Du verkackst meinen Vorsprung, Idiot. Ja, mein Vorsprung ist weg, du Idiot. Du bist schuld, du Idiot. Ah, das Geld nehmen wir jetzt mit. Weil ohne das Geld sind wir aufgeschmissen. Wir brauchen das Geld für unsere Tunings eben. Das ist das Allerwichtigste. Dass du möglichst so hoch tunen kannst, weil du siehst, wie amokmäßig die jetzt schon hier unterwegs sind. Aber das wird halt einfach nicht besser. So, wie machen das? Hier müssen wir jetzt erst links und dann rechts, ne? Hoppala. So, also erst links Geld mitnehmen und dann immer wechseln, ne? Also jetzt hier wechseln, Geld mitnehmen und hier auch nochmal wechseln. Achtung, es erfolgt eine wichtige Mitteilung. Da die Biergärten aufgrund des nassen Sommers zu leer sind, haben die Inhaber beschlossen, an jeden, der ohne Regenschutz dort mindestens eine Stunde ausharrt, zwei gratis Moss Bier auszuschenken. Also, zwei Moss Bier. Okay. Oh mein Gott. Wir kriegen zwei Moss Bier. Nee, das ist nicht München rückwärts, aber irgendwie sieht das aus wie München rückwärts. Ja, das ist komisch. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ja, 13.500 plus 2.500. Dann sind wir auf 17.000. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Also nach der nächsten Runde können wir unser Auto hochtunen. Yeah. Alter, guck ihn dir an, wie er feiert. Yeah, ey. Loser, Loser-Zeichen macht der Cook in der Hand. Loser, Loser, Doppel-Loser, Einzel-Loser, yo, Bitch, Doppel-Loser. So geil. Also irgendwie hat das Spiel, es macht schon Spaß, aber es ist teilweise traurig zu sehen, was aus Autobahnraser geworden ist. Ich meine, das war auch in den ersten drei Teilen schon nicht so geil. Ich kenne ja eigentlich nur den Dreier außerdem hier. Aber, ach komm, hier ist halt alles verloren gegangen, was irgendwann mal da war, ja? Und das ist irgendwie schade. Wo sind wir hier? Ist das Berlin 1? Ich hoffe mal nicht. Doch, es ist Berlin 1. Eindeutig Berlin 1. Sehr, sehr schade. Ich mag Berlin 1 nicht. Überhaupt nicht. Unter anderem deswegen. Oh, wir sind nicht hängen geblieben. Komisch. Berlin 1 hat ganz, ganz komische Bordsteinkanten. Na, was sagt denn die Wetterkröte für morgen? Berlin bleibt unter wechselhaften Wettereinfluss. Ab und zu muss mit Schauern gerechnet werden. Doch die meiste Zeit bleibt trocken. Die Temperaturen pendeln zwischen 17 und 20 Grad. Tja, trockenes Wetter ist immer gut. Hä? Wo bin ich denn jetzt wieder gegengefahren? Alter, leck mich doch. Verpiss dich. Hab ich jetzt alle gekriegt? Ich hoffe doch mal. Ja, ja. Ach, komm! Mir ist egal. In welcher Platzierung sind wir im Moment? Zweiter. Also ist nur die kleine Ziege hier vor uns. Na, das geht und ja noch. Hier noch eine Blitzer-Blitzer-Warnung. Oh, oh. Auf der Prenzlauer Allee. Dort stehen seit heute Morgen unauffällige schwarze Kästchen, die... Ich frage mich nur, ob ich wissen will, wie schwer aussieht. Weil Mittel ist ja jetzt doch nicht mehr so leicht, wie ich mir gedacht hatte. Schwer ist dann bestimmt total behindert. Nitro hier immer schön fürsorglich mitnehmen. Und das Geld hier gleich schon. Und da haben wir eins vergessen, aber das ist mir jetzt egal. Ah, da fährt ein Jens mit. Ah ne, das ist der Thomas, der arbeitslose Musiker aus Dortmund.
Ja, ja, Entschuldigung. Das dachte ich schon, Jens wäre zweimal vertreten. Ach komm, das musste sein. Blöder. Ne, das war ja sie. Das war ja die Ziege da. 18.500. Wenn wir jetzt Erster werden und noch einen Geldschein einsammeln, dann reicht das exakt. Ne, Schmarrn, es reicht so oder so schon. Jedes Mal. Oh, und hier ist sonst nichts mehr. Ach, leck mich doch. Sind wir Erster? Ja. Irgendwie, warum auch immer. Oh, die Autos warten sogar wirklich auf die Polizeistreife. Die sollen uns aber mal egal sein. Denn was wir nicht mitnehmen, nehmen vielleicht unsere Freunde mit. Das wäre ganz geil, weil die wollen nicht gewinnen und wir wollen auch gewinnen. Und wenn unsere Freunde einen Trostpreis kriegen, dann lassen sie uns gewinnen, vielleicht. Liegt sicherlich nicht einfach daran, und ich arbeite sogar mit der Bremse. Was bin ich denn für ein Idiot? Jedes Mal dieselbe Scheiße. Egal wie, wir haben es geschafft und es war knapp. Aber egal, mit dem Geld können wir unser Auto erneut tunen und werden dann... Halt doch mal die Schnauze. Yeah, Loser, Doppelloser, Doppelloser, Einzelloser, 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 Doppelloser, Doppelloser, yeah. Wie viele Punkte brauchen wir? 30, glaube ich. Und wir haben eine neue Strecke freigeschaltet, nämlich Hamburg 1. Nicht schlecht, hä? So, Hamburg 1, sehr schön. Ich weiß gar nicht, ich glaube, tunen dürfen wir erst, wenn der Schaden weg ist. Ja, jetzt ist der Schaden weg. Oh, es hat ganz schön was gezogen, ja. Und jetzt sind wir stärker geworden, glaube ich. Ich habe gar nicht gesehen, wo. Wo sind wir stärker geworden, bitte? Also jetzt können wir Beschleunigung und Bremsen stark zulegen und Fahrverhalten. Das wäre auf jeden Fall auch geil. Ich würde mal sagen, wir blauen mal blau. Blablabla. Oh, verdammt, ich darf hier eigentlich gar nicht mehr fahren. Der Part ist... Ah, nee, ist ja der erste Part. Kann man ja länger machen. Schauen wir mal, wie sich die neuen Effekte auswirken. In Hamburg. Die KI ist wie immer... Hamburg, ewig nicht mehr Hamburg gefahren. Oh mein Gott, eindeutig Hamburg, da fährt ein Zug. Wie der Hamburger so schön sagt, wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist. So, das war die Weisheit des Tages von Radio Switch. Um es aber noch etwas präziser zu machen, die nächsten Tage werden heiter bis wolkig mit Temperaturen bei etwa 20 Grad. Sagen das nicht die Bayern, also die Bauern aus Bayern? Was bist du denn für ein behinderter Kerl, sag mal? Du weißt überhaupt nichts, ja, Nationalbewusstsein hast du überhaupt auch gar nicht und kein Nationalstolz, gar nichts. Du bist voll der Radiomoderator, der alternativ ist und so, ja? Alter. Ah, ein Polizist, ja, cool, hi. Du Arsch! Eigentlich sollte man sie direkt aus dem Leben schießen, wenn mein Mann auf sie zuschießt. Hoppala, hi. Oh, das ist ja eine super Route. Hast du toll gewählt, du Routenplaner, du. Diese beiden Städte zusammen? Und wenn ihr mir nun auch sagen könnt, wie viele Brücken das ungefähr sind, spendiert euch Radio Switch FM ein Verwöhnwochenende in einem Hamburger Nobelhotel für zwei Personen. Das sind exakt 16. Weiß ich nicht, ich habe die Frage nicht gehört, aber das war schon wieder so irgendwie ein Beitrag, den du gar nicht kennen willst. Also ich will weder den Typ kennen, noch will ich irgendjemanden kennen, noch möchte ich irgendwas. Ach ja, weil es so schön ist. Scheiß Asi, ey. Alter. Alter! Ah, verdient! Habt ihr schon einmal den Kick erlebt, wenn man an einem Gummiseil 130 Meter in die Tiefe stürzt? Nein. Nein. Verschenkt an die ersten 10 Anrufer einen Bungee-Jump vom Telemichel. Das ist ja süß. Und mal nicht auf Mannes gut gemeinte Warnung hören. Ey, Eihorn. Oder Eihorn, oder wie der auch immer heißt. Oder Alan. Lass mich durch, du Idiot. Wenn man so scheiße ist wie du. Oh, fuck. Oh, fuck. Alter. Diese Autos sind so kacke einfach nur. Ja, ich meine genau dich. Ich meinte ganz genau dich, du Bitch, du.
Komm, lass mich mal durch, bitte. Also als Kind war ich in dem Spiel besser, muss ich ehrlich sagen, ja. Achtung, Stau im Elbtunnel. Wer Richtung Inland unterwegs ist, sollte sich heute auf Wartezeiten von einer halben Stunde, Anreisende Richtung Küste sogar bis zu 1,5 Stunden gefasst machen. Viel Spaß, wo immer es euch heute hinzieht, mit der erfrischenden Musik von Radio Swatch FM. Vielen Dank, Swatch FM. Yeah, cool. Und damit würde ich sagen, yeah, neuer Highscore. Falls euch diese Folge hier gefallen hat, würde ich mich über einen Kommentar und ein Like freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Wir sehen uns wieder auf der in der nächsten Folge von Let's Play Automanraser 4. Der Typ zeigt währenddessen noch ein paar Loser. Bis dahin. Servus!